Okay, Leute, den nächsten Teil der Yu-Gi-Oh! 5Ds-Geschichte werde ich wahrscheinlich richtig hart verkacken, weil da bin ich nicht mehr so extrem dabei. Ich habe mir die Episode nochmal mehr oder weniger angeguckt, nochmal ein bisschen durchgeskippt und mir ein bisschen was nochmal dazu reingelesen, aber das ist jetzt auch schon wieder 2 Tage her. deswegen, vielleicht vergesse ich das eine oder andere. Ja, unser nächster Gegner ist niemand geringerer als der Anführer der Darksigner, Roman Goodwin. Roman Goodwin, der Bruder von Rex Goodwin. Die beiden waren Wissenschaftler und haben mit Yuseis Vater zusammen an dieser wunderbaren Energie gearbeitet, an diesem riesigen Reaktor, der unendlich Energie erzeugen sollte. Und jedes Mal, wenn sie an diesem Reaktor gearbeitet haben und Experimente gemacht haben, sind komische Wetterphänomene aufgetaucht. Und diese Wetterphänomene sind nicht nur in Satellite, also in New Domino City, aufgetaucht, sondern auch bei den Nazca Lines. Der Roman wollte sich das mal angucken und hat sich dann gedacht, Mensch, komm, fahr ich einfach mal hin. Dort traf er dann auf jemanden von der Gruppierung Iliesta. Und dieser jemand hat Roman nicht nur erzählt, dass er unbedingt mit diesen Experimenten weitermachen soll, sondern es führte dann letzten Endes auch dazu, dass er von diesem Earthbound Immortal Uru letzten Endes beeinflusst wurde. Uru ist diese riesige Spinne, ne? Und unser Roman hier ist tatsächlich einer der ersten richtigen Signer dieser Gruppe hier. Denn er hat nämlich das Drachenmal, den Kopf letzten Endes. Allerdings wollte er das nicht mehr haben. Ne? Er wollte das nicht mehr haben und hat dann, kurz bevor der Reaktor hochgegangen ist, seinen fucking Arm rausgerissen. Ne? Nice move. Seinen Arm hat er dann in irgendeinen Behälter gepackt und seinen Bruder geschenkt. Ne? So nach dem Motto, pass mal darauf auf. Ne? Könnt ihr vielleicht noch nützlich werden. Ne? It's dangerous to go alone, take this. Der Reaktor ist hochgegangen, weil Roman natürlich wollte, dass weiterhin damit experimentiert wird. Bevor der hochgegangen ist, hat Yuseis Vater die Schlüsselkarten Sternstaubdrache, Rotdrachen Erzunterwäldler und den schwarzen Rosendrachen mitgenommen. Der antike Feendrache ist leider in die Hände der Darksigner gefallen. Nachdem das Ganze passiert ist, ist dann Roman als Darksigner wiederbelebt worden von der Finsternis und hatte dementsprechend seinen Auftrag. Ne? Er wollte ja gucken, dass das Ganze irgendwie wieder passiert, dass er den Nightmare King wieder auferstehen lassen kann. Das hat er dann dementsprechend hier alles versucht. Bevor Yusei und Roman sich dann jetzt hier treffen, hatte USA ja Kellen Kessler besiegt. Und das führte dazu, dass Roman richtig hart abgezappelt hat. Ne? Irgendwas ist da passiert in dem Moment. Und danach traf dann auch der gute Rex Goodwin auf seinen Bruder Roman. Die beiden duellierten sich und Rex hat, weil er es einfach wollte, das Game verloren. On purpose. Und das hat er nur gemacht, damit er zu einem Darksigner wird. Na, denn das ist so deren perfider Plan. Roman duelliert sich gegen Yusei, verliert, stirbt dabei und Rex Goodwin kann weitermachen. Nicht nur mit der Macht eines Darksigners, sondern auch mit der Macht eines regulären Signers. Denn der gute Rex Goodwin hat den Arm von Roman Goodwin an sich dran. Ist das nicht nice? Ist das nicht nice? Und dann kommt halt irgendwann der extreme Clash. Also das ist so mehr oder weniger das, was ich noch davon mitbekommen habe, beziehungsweise was ich davon behalten habe. Wenn ihr natürlich eine bessere Vorstellung davon habt oder das alles generell besser wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hätte da nichts gegen. Das ist jetzt auch nur das, was ich noch so in meiner Erinnerung habe. Wenn da wirklich was dran falsch ist, dann sagt es mir gerne. Das kann natürlich alles durchaus sein. Deswegen, seid mir da bitte nicht übel. Ne? Nehmt mir das nicht übel, bitte. Danke. So, der Roman Goodwin hat allerdings ein sehr, sehr schönes Deck. Er hat nämlich ein Deck, was mit sehr, sehr vielen Spinnen funktioniert. Und das finde ich an sich schon relativ cool, weil Spinnen sind relativ nice Tiere. Finden die meisten natürlich nicht so, aber Spinnen sind sehr faszinierend. So, gucken wir doch einfach mal. Stimmen, wir searchen uns. Oh, schnell sie synchron. Nice, den holen wir uns. Und Millen. Oh, Abstimmgeschirr.
Nice. Dann würde ich doch mal sagen, mache ich doch einfach mal Gerümpel-Synchronisierer, aktiviere den Effekt. Special das Abstimmgeschirr. Mit negateden Effekten natürlich. Und lege dann ein paar Karten verdeckt. Was haben wir denn hier? Ja, ganz, ganz viel Synchro-Stuff natürlich. Söchen. Dann gucken wir doch mal, was unser guter Roman Goodwin denn hier so macht. Landformen. Er holt sich erstmal sein Spinnennetz. Falls ein Monster angreift, bla 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 bla. Natürlich zerstört er das. Wunderbar. Nein, ich möchte noch nichts aktivieren. Wir lesen uns natürlich jetzt gleich erstmal durch, was das Spinnennetz macht. Was natürlich passiert ist, dass es immer wieder in die Verteidigungsposition geswitcht wird, was natürlich nicht unglaublich so toll ist, aber hey, gucken wir doch mal. Falls ein Monster angreift, wird es am Ende des Damage Step in die Verteidigungsposition geändert. Es kann seine Kampfposition bis zur Endphase des nächsten Spielzugs seines Beherrschers nicht ändern. Okay. Können wir machen. Biete ein Synchromonster, das du kontrollierst, als Tribut an. Du erhältst bis zum Endphase des nächsten Spielzugs keinen Schaden. Ist nicht so schön. Falls sich ein Sternstaubmonster auf dem Spielfeld befindet, wirf eine Karte ab. Wähle eine Karte auf dem Spielfeld, zerstöre das gewählte Ziel. Das ist natürlich schön. Und hier haben wir Vegeta. Also eigentlich nicht, aber wenn man sich das Bild anguckt, dann sieht das einfach 1:1 aus wie Vegeta. Während des Spiels deines Gegners bei der Schadensberechnung der Kampfschaden, den du aus diesem Kampf erhältst, wird zu 0. Dann kannst du deiner Hand einen Empfängermonster... Aha. Solide. So, dann aktiviere ich doch einfach mal unseren Ruf der Gejagten. Wir holen uns das gute Abstimmgeschirr. Jetzt mit Effekten. Und dann gehen wir doch einfach mal in unseren Gerümpelkrieger. Und dann dürfen wir danach auch direkt eine Karte ziehen. Ist das nicht schön? Ja, das ist besonders schön. Das gefällt mir. Söchen. Ja, ich kann natürlich noch was aktivieren, aber nee. Nullwache? Aha. Naja, komm, ich aktiviere noch den... nein. Kann nichts aktivieren. Was habe ich denn eigentlich noch so in meinem Extra-Deck? Nitro-Krieger und Sternstaubdrache, okay. Was macht denn der Null-Krieger, die Nullwache? Kannst diese Karte als Tribut anbieten, um ihre Effekte zu aktivieren. Falls du dies tust, können in diesem Spielzug Monster, die du kontrollierst, nicht durch Kampf zerstört werden und du erhältst keinen Kampfschaden. Okay. Ist jetzt nicht so spannend, um ehrlich zu sein. Stell ich mir Besseres vor. Gibt auf jeden Fall Besseres. Ich würde einfach mal sagen, ich greife einfach mal an und werde dann wahrscheinlich in meinem nächsten Zug dann das Problem haben. So, ran da an Fernanda. Wupp. So. Die gute alte Spitzelspinne. What? Ach Gott. Okay, okay, okay. Dann, dann werde ich einfach meinen Gerümpelkrieger tributen, damit ich bis zum Ende des nächsten Zugs keinen Schaden kassiere. Ist ja auch schon okay, weil dann kann ich nämlich auf diese Weise zumindest jetzt dem Schaden ein wenig entgehen. Na? Du kannst zwar jetzt angreifen, wenn du willst, aber ist nicht. Kampfwalzer? Derzeitigen Typ, der seit der einschaffenden Stufe, dessen ATK Verteidigung und Spezialverteidigung, kein Spieler erhält Kampfschaden aus Angriffen an den. Okay, das ist gar nicht mal ganz so falsch. Damit kann man sich zumindest irgendwie sein Synchromonster kopieren. Das ist doch schnieke. Ne. Da bleibt mir leider nichts anderes übrig. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen. Ach, scheiße. Angriffe durchlassen. Kann das aktivieren? Oh ja, nehme ich doch. Natürlich möchte ich Karten meiner Hand hinzufügen. Ich nehme den verdammten Gerümpel-Synchronisierer. Was willst du? Natürlich mache ich das. Ja, Mann. Ah, direkt Damage kassiert. Wunderschön. Ja, ich meine, das ist natürlich schön, dass er auf diese Weise dann wenigstens gucken kann, dass er
keinen wirklichen Damage kassiert, weil er einfach alles wieder, ja, switchen kann, dieser Drecksack. Aber ich würde sagen, wir holen uns doch einfach mal den Gerümpel-Synchronisierer und aktivieren seinen Effekt. Dann holen wir uns wieder das Abstimmgeschirr und gehen so wieder plus 1. Na, das möchte ich nämlich hier. Zack. Ich könnte auch den Nitro-Krieger nehmen? Nee, glaube ich nicht. Ach scheiße, ich kann gar nichts anderes machen. Ich bin ja ein Dummi. Stufe 7, das ist ja ungünstig. Das ist ja sehr ungünstig. Das ist ja wirklich ungünstig. Ach komm, scheiß drauf. Machen wir so. Weg damit. Ja, ich kassiere 1000. Das ist mir egal. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich muss irgendwie schaffen, meinen Schnellziehsynchron dafür zu nutzen, dass ich hier irgendwie was synchronisieren kann. Aber das ist ein bisschen schwierig, das zu tun, wenn ich nicht die nötigen anderen Level auf meinem Spielfeld habe. Wenn ich einen Stufe 2er hätte, wäre das alles viel einfacher. Ach, oh Gott. Okay, das ist natürlich schön, aber... Ich glaube, ich krieg's nicht hin. In meinem nächsten Zug, dann kann er wieder Infernity Beetle switchen und kriegt dann wieder was hin. Ah, Mann, wenn ich doch... Hätte ich doch irgendwie einen Stufe 10er oder so einen Scheiß. Das wäre wirklich geil, aber leider nein. Du, muss ich erstmal so weitermachen. Echt jetzt? Scheiß finsterer Käfer, ey. Sieht aus wie ein verdammter Tetris-Block. Oh, Baby. Ich würde einfach mal sagen, wir werfen den Stufenfresser ab und specialen Schnellziehsynchron. Dann aktivieren wir den Effekt von Stufenfresser. Fressen die Stufe von Schnellziehsynchron und specialen unseren Käfer. Dann könnte ich jetzt in einen Gerümpelsynchronisierer gehen. Ist das Leben nicht schön? Ja, ist wunderschön, ne? Wunderschön. Gerümpelkrieger meine ich natürlich. Habe ich schon wieder Gerümpelsynchronisierer gesagt? Ich bin ein bisschen doof. Das mache ich dann doch auch. Zack. Ich werfe ihn ab und special meinen Schnellziehsynchron. Dann aktiviere ich den Effekt von Stufenfresser und fresse die Stufe von Schnellziehsynchron. Ich special meinen Käfer und dann kann ich eine Synchrobeschwörung machen. Und zwar in meinen Gerümpelkrieger. Ich habe da gerade so ein kleines Déjà-vu-Erlebnis, Leute. Aber nur so ein ganz, ganz kleines. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mir geht's auf jeden Fall so. So nämlich, Ulf. Verdammt nochmal. Dann aktiviere ich nämlich Kampfwalzer. So, dann special ich nämlich eine Spielmarke, die die gleichen ATK hat und so weiter und so fort. Ich kann auch damit angreifen, aber mein Gegner erhält keinen Schaden daraus. So, weg damit. Und da er die Field Spell weggemacht hat, werden meine Monster auch nicht geswitcht. Ist das nicht schön? Ja, wunderschön. Okay, er floatet. Was zur Hölle machst du denn? Okay, nicht wirklich großartig was. Was will ich mit der Nullwache, Alter? Weg damit. Nein, will ich nicht und will ich noch nicht mal setzen. Angriff. Angriff. Finstere Spinne. Ja, ich glaube, jetzt haben wir die Überhand, Leute. Jetzt haben wir die Überhand. Ich meine, ich sollte das nicht so früh sagen, ne? Nicht so voreilig sagen, aber leck mich doch, ey, diese Scheißkarten. So, da, rein da. Die olle Spitzelspinne. Das war unser erster Damage, den wir gedrückt haben, Leute. Wir haben endlich mal Damage gedrückt. Oh, Jesus. Das ist schön. Ich mag es, Damage zu drücken. Das macht Spaß. Ja, Stachelschraubenigel. Wir setzen dich mal.
Vielleicht können wir dich ja bald benutzen. Dann Angriff. Oh nein, der finstere Resonator. Wieso hast du eine Karte von Jack? Ich glaub's ja wohl nicht. Roman Goodwin, du Schlingel, du. Schon wieder ein Monster verdeckt. Langsam aber sicher wird's ein bisschen lächerlich, mein Lieber, ne? Ui. Nein, das aktiviere ich nicht. Damit würde ich mir aber richtig hart selbst in den Knie ficken. Selbst ins Knie ficken. Oh, schon wieder ein dämlicher Resonator. Warte mal. Ich könnte das sogar machen. Ich könnte das schwarze Loch aktivieren, könnte dann Straße zum Sternlicht aktivieren, um den Effekt zu annullieren. Und dann in Stardust Dragon Special. Funktioniert das? Ich glaube ja. Das wäre natürlich nice, wenn es funktioniert. Gucken wir doch mal. Du, ich glaube, viel befürchten muss ich nicht. Machen wir einfach mal Black Hole. Ich aktiviere Straße zum Sternlicht. Annulliere den Effekt vom Black Hole und Special dann einen Sternstaubdrachen. Nein, nicht in Verteidigungsposition. Oh, leck mich doch. Egal. Was man natürlich dann auch noch bedenken muss, ist, dass der Sternstaubdrache dann natürlich nicht regulär beschworen wurde und nachdem er einen Zerstörungseffekt aufgehalten hat, sich nicht wieder specialen lässt. Na, das muss man auch noch bedenken. Nö, komm, das machen wir im nächsten Zug. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in den Angriff über. Leck mich doch, wie viele von diesen scheiß Resonatoren hast du? Weg damit. Im nächsten Zug ist vorbei. Wir searchen uns noch eben einmal einen weiteren Empfänger. Wen haben wir denn da? Gerümpelsynchronisierer. Ist das nicht schön? Das ist wunderschön, ne? Söhrchen nämlich. Das Schöne ist, ich hätte mir sogar einen Schnellziehsynchron holen können. Ah. Ja, würde ich doch sagen, dann werde ich das doch einfach mal countern. Jetzt kommt er allerdings nicht wieder, weil er nicht regulär beschworen wurde. Ne? Nur, dass du das wisst. Ne? Es gibt ja einige, die haben das nicht so hundertprozentig auf den Schluffen und denken, der kommt dann wieder. Aber ist tatsächlich nicht so. So, dann würde ich doch sagen, ran da an Fernanda. Wen special ich denn? Ach komm, special ich einfach das Abstimmgeschirr. Das werde ich zwar, glaube ich, jetzt noch nicht benutzen für eine Beschwörung, weil ich dafür, glaube ich, nicht das nötige Material habe, beziehungsweise die nötigen Stufen. Hier habe ich Stufe 6 und Stufe 6 habe ich, glaube ich, nicht. Aber ich kann nochmal wieder einen Stardust machen. Und zwar mit deiner Wenigkeit und deiner Wenigkeit. Und zwar in Angriffsposition dieses Mal. Yes. Mein bestes Monster. Nice. Dann gehe ich in die Battle Phase und greife an mit dem Stardust und greife an mit dem Gerümpelkrieger. Und im nächsten Zug hat der gute Roman Goodwin verloren, denn er kann nichts mehr machen. Ja, er kann verteidigen und er kann eine Karte verdeckt legen. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Karte war schon vorher da? Guck mal, zerstören wir doch einfach mal dein Monster. Weg. Infernity Beetle, okay. Weißt du was? Stardust darf den Rest machen. Rein da. Yes. So einfach geht das, Leute. So einfach geht das. Ja, der gute Roman erzählt jetzt noch, ne? Glaubst du wirklich, dass es vorbei ist? Blablabla, findest du einen Auserwählten und so weiter und so fort. König der Unterwelt wird bald auferstehen, weil, warum erzählt er nicht, aber, ja, der gute Rex Goodwin macht natürlich den ganzen Bums weiter, ist ja klar. Und da haben wir dann hier Uru. Erdgebundener und sterblicher Uru. Wunderschön. Eine wunderschöne Karte. Und noch weiterer Earthbound Immortal Stuff. Ich habe schon Ewigkeiten Bock darauf gehabt, ein Earthbound Immortal Deck zu machen, aber es ist halt einfach clunky, ne? Kann man nicht unbedingt gut machen. Ja gut, Leute, beim nächsten Mal
haben wir dann noch... Oh, wir haben noch tatsächlich ein paar Duelle, bevor es dann wirklich komplett zum Finale hingeht. Ich hoffe, dass ihr auch schon ganz gespannt darauf seid, wie Rex Goodwin letzten Endes sich duellieren wird. Und ja, ob wir uns da gut schlagen oder ob wir da ein bisschen Probleme kriegen. Bis dahin, Leute. Genießt die Zeit. Haut da rein.